Hallo Römer, lieben Freunde, was geht? Willkommen zurück zu einer neuen Folge von YouTubers Live, auch zu der letzten Folge von YouTubers Live. Denn wir werden jetzt die 100.000 Dollar zusammen sammeln und dann werden wir umziehen und nochmal zwei Previews. Ich hatte nämlich mal irgendwo was gehört. Zwei Previews, irgendwie sieben Gameplays. Dann nochmal zwei Reviews und dann irgendwie fünf Walkthroughs oder so. Irgendwie sowas. Ja. Und ich werde das jetzt so machen, dass wir... dass ich jetzt mein Mikrofon muten werde. Deswegen übrigens auch ohne Cam. Ich habe mein Mikrofon jetzt muten und das alles hier vorspulen, was wir hier machen, bis wir die 100.000 fertig haben. Dann würde ich sagen, sehen wir uns wieder, wenn wir die 100.000 fertig haben. Bis gleich.
So Leute, wir haben es geschafft. Wir haben die 100.000 Dollar zusammen, über 3 Millionen Abonnenten und über 100 Millionen Klicks mittlerweile. Und dann würde ich sagen, monatliche Kosten 6.000, es geht aber. Es geht voll durch. 64 Mbit, Alter, 5 Arbeitsplätze, ja, Kochen von mir bezahlt, Kurse und so, ja, lernen, nein. Umziehen. Jetzt haben wir monatliche Kosten 12.000 Dollar. Das ist eigentlich recht wenig so, wenn man mal überlegt, oder? Aber heilige Kacke, Alter. Heilige Kacke, wir haben es geschafft, Leute. Wir haben es, verdammt nochmal, geschafft. Die Nummer 1 zu sein und mittlerweile ein Anwesen im All zu besitzen. Krass. Gleiches Haus wie vorher, nur im All. Das All, die letzte Hürde für YouTuber und ich bin der Erste hier. So, hier endet also meine Geschichte, wie ich ein Nummer 1 YouTuber wurde. Jetzt, da ich ein Anwesen im All besitze, habe ich ein neues Ziel, das gesamte Team zu managen und an der Spitze zu bleiben. Ich habe alle meine Ziele erreicht, aber es gibt noch eine Menge zu tun. Das stimmt, aber das werde ich nicht mehr let's playen. Nein. Ainsley. Doch Ainsley, oder? Wollte ich nicht Ainsley irgendwie zu meiner Partnerin machen oder so? Keine Ahnung. Ja, wollte ich, glaube ich. Ich könnte sie auch einstellen, oder? Warte, haben wir nicht jetzt einen 5. Arbeitsplatz oder so? Da oben. Aufrüsten. Ich will noch kurz aufrüsten. Können wir nicht. Bringt nichts. Bringt nichts. Wir haben nicht genug Kohle. Egal, Leute. Dann würde ich sagen, ich hoffe, es hat euch hat das Projekt gefallen. Mir hat es auf jeden Fall mega Spaß gemacht, das Spiel zu spielen. Vielleicht kommt irgendwann nochmal eine Runde. Aber ja, bis dahin wird das Spiel erstmal bei mir auf Eis gelegt. Auch privat. Und ja, dann hoffe ich, wie gesagt, es hat euch gefallen. Und wir sehen uns bei das nächste Projekt wieder. Haut da rein.